Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA und Schimmer News der letzten Wochen. Ich bin Alexander und habe keinen Schimmer, was passiert ist. Den Anfang macht Zooniverse. Diese stellen ein neues Feature vor, welches automatisch NFTs und Tokens für abgeschlossene Quests auf Crew 3 verteilt. CoinMarketCap hat einen Gastartikel veröffentlicht. In diesem haben sie den Artikel vom IOTA-Blog mit dem Thema Wallets genommen. ETH News mit über 135.000 Followern auf Twitter hat in letzter Zeit viel über IOTA gepostet. Zuerst über den neuen Abstimmungsmechanismus von IOTA 2.0, dann über den Start des Shimmer EVM, dann retweeten sie das veröffentlichte Paper, zu dem wir später noch kommen werden, und am 12.04. schreiben sie über die Integration von Shimmer und die Nutzung von Tangle Chains, das sind Sidechains, die eine höhere Skalierbarkeit, Sicherheit und Flexibilität haben. Viel Aufmerksamkeit für diese Plattform. In Asien brodelt es. Es gibt ziemlich viel Bewegung durch Projekte und Mitglieder und alles ist sehr geheimnisvoll. Kowai hat ein Mittagessen von der Community-Direktorin von Alpaca Finance von BNB Chain. Es wurde auch über die Integration von IOTA und Shimmer gesprochen. Garrett Jin ist auch fleißig unterwegs, er hat wohl mit Wonky, einem führenden Hard-Wallet-Hersteller, gesprochen und sie wollen IOTA und Shimmer unterstützen. Dann gab es noch ein Gespräch zwischen ihm und Dujun, dem Co-Founder von Huobi. Vielleicht wird das ein neues Listing geben. Vom 12. bis 15. April wird Garrett Jin auf der Hongkong Web 3 sein, wahrscheinlich wird er mehr promoten. Der größte Dank dieser Episode geht an ihn. In diesem Video. Bifrost und TangleSwap gehen eine Partnerschaft ein, wie beide auf Twitter bekannt gaben. Außerdem hat Bifrost das Update 1.0 veröffentlicht, das nun auch Shimmer unterstützt. Da Bifrost mittlerweile sehr bekannt ist, werden Stimmen laut, ob sie ein Audit durchführen. Dies wird durch das Audit One Team durchgeführt und der Code soll auch veröffentlicht werden. Danke Vrom für die Nachfrage. Außerdem ist es nun endlich möglich, die Wallet mit Face ID auf dem iPhone zu entsperren. Danke dafür. Das Team hat auch das White Paper geändert. Viele Neuigkeiten gibt es auch von IOTA Heroes. Das Spiel läuft jetzt im Shimmer Testnetzwerk und kann von jedem ausprobiert werden. Seit dem Start sind bereits über 100 Spieler unterwegs und mehr als 3000 NFTs wurden durch das Spiel gemintet. Die IOTA Foundation hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie Spice 5 als ihr erstes Spin-off vorstellen. Da wir Spice 5 schon kennen, wird in dem Artikel nichts Neues erwähnt. Seit März kann man auf Bitforex seine Shimmer staken und bis zu 6% Rendite bekommen. Das Ganze funktioniert ganz einfach. Die 6% erhält man, wenn man seine Shimmer für 180 Tage sperrt. Möchte man flexibel bleiben und täglich Zugriff auf seine Shimmer haben, gibt es 4%. Wenn ihr neu bei Bitforex seid, dann nutzt doch meinen Link unten und unterstützt meinen Channel und meine Arbeit, indem ihr euch zu diesem Link registriert. MDPI, eine akademische Gemeinschaft für wissenschaftliche Arbeiten mit öffentlichem Zugang, hat einen Artikel mit dem Titel veröffentlicht P-IOTA, a cloud-based geographically distributed threat alert system that leverages P4 and IOTA und beschreibt die Integration von fortschrittlichen Sensoren und autonomen Systemen. Es werden verschiedene Sensoren und deren Integration beschrieben. IOTA wird als Beispiel genannt, wie die Integrität und Sicherheit von Daten in autonomen Systemen gewährleistet werden kann. Der Artikel beschreibt auch mögliche Anwendungen von autonomen Systemen mit fortschrittlichen Sensoren, die durch die Integration von IOTA und Blockchain-Technologie weiter verbessert werden könnten. Auch die Vivo hat wieder über IOTA berichtet. Der Artikel beschreibt oberflächlich die Funktionsweise und Vorteile von IOTA. Im Grunde ein generischer 0815-Artikel, der nicht wirklich etwas Neues bietet. Wesentlich interessanter ist dagegen das PDF über Tokenisierung, wo drei Mitglieder der IOTA Foundation und Nakama Labs auf dem EU Blockchain Forum gesprochen haben. Als kleines Schmankerl hier die aktuellen Assembly-Zahlen. Bis zum 13.04. wurden insgesamt 644 Millionen Assembly ausgeschüttet. Es sind noch 26 Tage in der aktuellen Runde, also noch genug Zeit mitzumachen, falls ihr es noch nicht getan habt. Spike Swipe, ein eher unbekannter Twitter-Kanal, hat einen Artikel gepostet mit dem Titel Assembly, the next frontier of decentralized, scalable concerts and cooperation. Es ist einer der wenigen Artikel, die sich mit Assembly beschäftigen, also schauen wir uns diesen genauer an. Der Artikel betont die Stärken von Blockchain und DAG-Technologien für ein neues Konsensmodell zur effizienten und zuverlässigen Transaktionsverarbeitung. Es werden auch eine Reihe von Anwendungsfällen wie DeFi,
Identitätsmanagement, Supply Chain Management, Automatisierung von Geschäftsprozessen und Interoperabilität zwischen Anwendungen vorgestellt. Der Artikel passt in eine kleine Nische, in der Assembly erwähnt wird. Die IOTA Foundation hat einen Artikel veröffentlicht, der die Governance-Abstimmung in Schimmer erklärt. Einen ähnlichen Artikel gab es schon einmal, zum Beispiel wie die Abstimmung konkret funktioniert. Deshalb gehe ich hier nicht weiter drauf ein oder in einem separaten Video, wenn gewünscht. Audit One, die mittlerweile ein fester Bestandteil sind, veröffentlichen eine kleine Datenbank mit Tools und Artikeln, die sich mit Smart Contracts beschäftigen. Wer also an eigenen Projekten arbeitet, kann hier mit guten GitHub-Links seinen Code überprüfen. Mariana de la Rojave präsentiert IOTA und zahlreiche Projekte auf der European Blockchain Convention, darunter IOTA Origin, Soon Labs, Trademark Africa, INATBA und Drenthe. Das Video dauert 31 Minuten. Zwei neue Patente wurden von Wanderer entdeckt, das erste von Spots Data Labs Inc. aus den USA, das Tierdaten sammelt und auswertet und den Benutzer mit digitaler Währung belohnt, das zweite Patent von Intel Corp. ebenfalls aus den USA, welches ein Multi-Access-Management-System für flexible Netzwerke beschreibt. Hier wird IOTA wie immer nur als eine von vielen Möglichkeiten genannt und nicht als die Lösung. Zwischen dem 11.05. und 12.05. findet die TangleCon statt. Dies ist die erste IOTA-Messe. Unter den Sprechern werden so ziemlich alle hohen Mitglieder vertreten sein, nur um ein paar zu nennen, Dom, Philo und Jele. TanglePay bestätigt die Integration von Ledger. Alle, die eine Hard Wallet haben, werden sich über diese Nachricht freuen. Mit dem Update 1.5.4, welches seit dem 10.04. da ist, kann man endlich auch NFTs zusammenführen. Es gibt eine bessere Historie der Transaktionen und ein dummer Bug, der es in den ersten Tagen schwer gemacht hat, EVM zu benutzen, wurde behoben. Pessimisten dachten schon, dass es nie passieren würde. Aber am 29.03. kam es dann doch. Mehr oder weniger, Shimmer EVM Testnet wurde veröffentlicht, gefolgt von einem Artikel. Um das Netzwerk zu installieren, muss man nur folgende Details in MetaMask eingeben. Diese Nachricht wurden von vielen positiv aufgenommen und es gab einen ordentlichen Buzz. Viele Projekte haben gewartet und in den nächsten Tagen ihre Projekte zum Testen veröffentlicht. Dadurch haben viele News-Seiten endlich mehr und direkter über Shimmer berichtet, darunter Coindesk, BTC Echo, CoinGraph, Invest, CryptoNews. IOTA-B bleibt der Geschwindigkeit treu und ist das erste Unternehmen, das auf das neue EVM-Testnetz aufgesattelt hat. Mit dem neuen Netzwerk kommen auch einige Neuerungen. Unter earlyb.iotab.com könnt ihr auf das Shimmer EVM zugreifen. Auf der Seite gibt es auch gleich Test-Token zum Ausprobieren. Am 5. April gab es ein großes Ammer mit Dom und Dave. Ihr konntet eure Fragen auf Reddit stellen. Das Video ist jetzt auf YouTube online und dauert eine Stunde. Das zweite Projekt, das ausprobiert werden kann, ist Shimmersea. Shimmersea ist genauso aufgebaut wie IOTA-B. Am 3.4. können nun auch Ledger-Nutzer ihre Shimmer sicher verwahren. Am 5.4. geht Shimmer eine Partnerschaft mit Multichain.org ein. Dies ist die zweite gute Nachricht seit dem Start des Testnetzwerks. Künftige Cross-Chain-Lösungen sind damit möglich. Multichain ist der größte Anbieter, wenn es um Cross-Chain-Lösungen geht. Das dritte Projekt ist Deeper Finance. Deeper Finance sieht definitiv anders aus als IOTA-B oder Shimmersea, funktioniert aber im Grunde genauso. Wer geistige Kapazitäten hat, kann sich gerne das gerade veröffentlichte Paper Stability of Local Tip Pool Sizes durchlesen. Dieses Paper ist in Zusammenarbeit mit IOTA und der MIT Atlantique in Frankreich entstanden. The Crypto Basic mit über 51.000 Followern veröffentlicht einen Artikel über Shimmer und die neue Partnerschaft mit Multichain. Die IOTA Foundation präsentiert eine neue Zusammenfassung des ersten Quartals 2023. Wer IOTA selbst gut genug verfolgt oder sich Probably Nothing anschaut, wird in diesem Artikel nichts Neues erfahren. Das IOTA MPC wurde von Numen Cyber Team erfolgreich auditiert. Man kann sich den Bericht selbst anschauen. Der Auditbericht beinhaltet eine gründliche Überprüfung des Smart Contract Codes, der Geschäftslogik, der Sicherheitsvorkehrungen und der gesamten technischen Architektur des IOTA MPC. Der Bericht enthält auch eine Liste von Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit und Funktionalität des Protokolls. Insgesamt konnte der Prüfbericht zu dem Schluss, dass Smart Contracts Code von IOTA MPC robust und sicher ist und keine kritischen Schwachstellen aufweist, die das Protokoll gefährden könnten.
Numan Cyber Security lobt das Team von IOTA MPC für seine sorgfältige Arbeit und empfiehlt das Protokoll als sichere und zuverlässige Option für Nutzer, die nach dezentralisierten Finanzdienstleistungen auf der Binance Smart Chain suchen, wenn das keine Ankündigung ist. Durch dieses Audit wurde die Bridge endlich freigegeben und das erste Projekt, das die Bridge integriert hat, ist IOTA B. Das bedeutet, dass wir jetzt die Testtoken wrappen können. Dazu gibt es einen Blogartikel von IOTA B, der sehr ausführlich erklärt, was Wrappen ist und wie es funktioniert. Chris Müller hat einen schönen Artikel für IOTA Weekly geschrieben. Dort fasst er auch die neuesten Entwicklungen zusammen, die es rund um IOTA und Shimmer gibt. Und genau solche Artikel erwarte ich eigentlich auch von den größeren Newsseiten wie eben BTC Echo, ETH News, Vivo etc. Blockbytes hat ein 11-minütiges Video über Shimmer veröffentlicht. Bei knapp 28.000 Abonnenten hat das Video leider nur 700 Views, was leider nicht so gut ist, auch wenn der Mann Austin ordentlich die Werbetrommel rührt. Er zeigt sehr detailliert, wie die Firefly Wallet funktioniert. Es muss auch schlechte Nachrichten geben. Bitpanda Pro stellt den Handel mit IOTA ein. Laut vielen Usern gab es dort ohnehin kaum Volumen und andere behaupten, dass die Europaare generell ausgedünnt werden. Wie dem auch sei, ein großer Verlust ist es nicht. Auf Bitpanda normal kann man immer noch IOTA kaufen. Auch im Shimmer-Blog kann man einen neuen Artikel lesen. DEX vs. SEX Part 1. Das ist wieder ein Artikel von ICCD vom 15. September 2022. ETH News, die ich oben schon erwähnt habe, hat vor ein paar Tagen noch mehr über IOTA und Shimmer geschrieben. Am 14.04. wie IOTA und Shimmer den IoT-Sektor revolutionieren werden. Hier wird auch über das MVP, das Minimum Viable Product, gesprochen, das in ein paar Wochen veröffentlicht wird. Was das ist, woher die Information kommt, wird aber nicht erwähnt. Einen Tag später kommt der nächste Artikel mit den Neuigkeiten rund um die IOTA Bridge, alles von Jack Williams geschrieben. TangleSwap hat seinen Rückblick auf das letzte Jahr gemacht und das in einem Artikel verpackt. TangleSwap ist noch nicht für uns zum Testen freigegeben, aber in einem separaten Video habe ich zwei exklusive Bilder gezeigt, wie die Plattform aussehen wird. Im Mai soll es aber losgehen. SpikeSwipe hat einen weiteren Artikel veröffentlicht, IOTA und Shimmer, die Zukunft des dezentralen Finanzwesens und warum sie Bitcoin und Ethereum in den Schatten stellen. Am 17.04. hat IOTA einen Link von Springer Verlag geteilt, dezentrales Makler-Ökosystem für Datenmarktplätze in Smart Cities auf den Weg zu einer Wirtschaft der gemeinsamen Datennutzung. IOTA, das in der Vergangenheit bereits an der Entwicklung von IoT-Lösungen für den Verkehrssektor beteiligt war, könnte helfen, den Algorithmus weiter zu verbessern und die Verkehrssicherheit und Effizienz zu erhöhen. Das PDF kann kostenlos heruntergeladen werden. Eine große Überraschung gab es am 17.04. Marianne de la Roche wurde in den Vorstand von Inatba gewählt. Damit sitzt ein großer Fürsprecher von IOTA in einem wichtigen Gremium. Herzlichen Glückwunsch und auf gute Lobbyarbeit. Spice5 öffnet seine Pforten für eine Beta. Alle, die den Dienst ausprobieren wollen, können das jetzt tun. Last but not least kommen wir zu den ganzen Updates, die rund um IOTA und Shimmer veröffentlicht wurden. Da haben wir als erstes den Firefly Desktop 2.1.0, ein riesiges Update. Dann natürlich die EVM-Updates. Aber wie man sieht, probably nothing. Die Leute machen einfach nichts. Ich verstehe die Frustration der Community, die Entwickler coden einfach nicht. Und dann gab es noch ein paar Protokoll-Sessions. Die Parameter Task Force hat ihre Präsentation in der UZH-BCC Seminar Series FS23 erfolgreich abgeschlossen. Sie arbeiten nun an der Sammlung und Auflistung von Parametern in verschiedenen Modellen, dem Refactoring-Simulator-Zweig, Debugging und Codesäuberung und der Beseitigung von Race Conditions. Sie passen GoShimmer, TangleSim Parameter und Verhalten an und fügen notwendige Parameter in drei verschiedenen Modellstufen hinzu. Das Mana Burn Poster wurde bei der IZBC Konferenz eingereicht und angepasst. Sie arbeiten auch an der Fertigstellung der ICCA Plus und Mana Burn Dokumente. Sie überprüfen die UIOS Cluster, DAGs basierte Protokolle, passen TSC-Phishing-Schwellenbedingungen an und passen Bestätigungen und Slot-Verpflichtungen. Es wurden verschiedene Konsensflags definiert, von denen nur einige für den Benutzer sichtbar sind. Die Bestätigung erfordert eine ratifizierte Mehrheit der Gesamtgewichts des Ausschusses und wird dem Benutzer angezeigt. Die Finalisierung erfolgt nach der Auswahlregeln für
Verzweigungen und Quorum-Zertifikaten und wird dem Benutzer ebenfalls angezeigt. Das ICCA-Plus-Protokoll zur Staukontrolle wird netzwerktechnisch modifiziert, um Emittenteneinlagen und Schuldenkonzepte zu berücksichtigen. In der ersten Version werden keine impliziten Konten verwendet. Bei den Anreizen werden die Parameter für Mana festgelegt, um ein monetäres Gleichgewicht zu erreichen und die White Paper zu aktualisieren. Und aus dieser Woche, die Parameter Task Force hat die Parameter der mathematischen hohen und niedrigen Modelle gesammelt und arbeiten an der Klärung der Beziehungen zwischen den Modellen. Es gibt noch einige Unklarheiten, aber Metriken werden definiert, sobald die Beziehungen zwischen den Modellen klarer werden. Im Bereich der Vernetzung wurde ein Dokument zur Überarbeitung der Ergebnisse des Forschungsgipfels in Bezug auf Entscheidungen zu Engpassbewirtschaftung erstellt. Die Vorschläge beinhalten das Verbrennen von Mana mit einem DRR-Scheduler und die Erlaubnis für Editoren, vorübergehend ein negatives Mana-Gleichgewicht zu haben. Es wurden auch einige offene Forschungsfragen definiert. Bezüglich der Anreize wurde vorgeschlagen, die Gewinnmargen zu kodieren. Und Stored Mana wird möglicherweise nicht in der Oktoberversion enthalten sein. Schließlich wurde ein vereinfachtes Protokoll mit nachgewiesenen Eigenschaften vorgestellt. Das war's mit dieser Folge. Danke für das Zuschauen. Wie immer war das probably nothing und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.